Grüßt euch, hier ist Cosimo Maraffa Training Akademie und heute haben wir einen Ehrengast, nämlich den Andy Xin aus der Münchner Ecke. Jetzt darf ich wahrscheinlich nichts falsch sagen, weil das ist bestimmt nicht richtig München, deswegen lassen wir ihn gleich mal richtig selber sich vorstellen. Woher bist du, wer bist du, was machst du? Ja, nochmal, also ich bin der Andy, ich bin vom Starnberger See, von Tutzing, also nicht weit weg von München, das hat schon ganz gut gepasst. Schön, super. Wir haben ja gerade in dieser Serie die Geschichte, wo uns gerade alle berührt, wo keiner mehr drüber reden will, aber wir machen es nochmal. Wenn du jetzt mal erzählen wolltest, was du schon für Krisen hattest, was würdest du da erzählen können? Weil du hast ja schon ein bisschen Lebenserfahrung. Ja, ich meine, ich bin einmal nach 12-jähriger Hotel- und Restaurantbetrieb mit einem Burnout rausgefallen aus dem Geschäftsleben, wo über Nacht von heute auf morgen nichts mehr ging. Das heißt, das, was diese ganze Schwere, was sich angesammelt hat, wurde ein großer Klumpen. Und das war mir nicht so bewusst. Und auf einmal war es halt einfach da. Und erst später wieder im Umdenken, im Umneuorientieren, habe ich erst wieder erkannt, dass die Freiheit, die in mir steckt, mich eigentlich vorher blockiert hat in der Form, weil ich in Gaststätte nur den ganzen Tag in der Gaststätte war und ich hatte keine Freiheit mehr. Mhm. Die Freiheit habe ich mir später nochmal genommen, wo ich in Amerika war. Da war ich 3,5 Jahre in Florida und das war die schönste Zeit meines Lebens, aber ich hatte dauernd Probleme mit meinem Visum und mit meinem Geld. Mhm. Und zum Schluss war es wirklich so weit, dass ich nicht mehr wusste, ich durfte offiziell nicht ausreisen, aber ich hatte eben fast kein Geld mehr und bin dann geflüchtet. Aber das war ein sehr, 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 sehr tiefer Punkt. Da war Angst, Angst vor dem Immigrationsamt, Geldverlust, vor der ganzen Politik herum, habe mich so weit gebracht, dass ich mir versucht habe, mein Leben zu nehmen. Und Gott sei Dank bin ich gefunden worden. Und das war eine mystische Sache, dass mich jemand gefunden hat beim strömenden Regen im Sommer, wo eigentlich keine Schwimmen geht, ist die Frau schwimmen gegangen und hat mich am See gefunden. Wow. Versteckt, wie ich war, hinter einem Büsch gelegen. Und das hat mir eigentlich gegeben, dann erst später gezeigt, ich bin auch hier für etwas Gutes zu tun. Okay. Da kriegt man ja Gänsehaut. Was denkst du, was hat dazu beigetragen, dass du es gemeistert hast, die ganze Geschichte oder grundsätzlich die verschiedenen Krisenmomente im Leben? Also im Nachhinein war sehr oft meine Familie da, wie ich sie auch oft verflucht habe, weil wir oftmals mit der ganzen Arbeiterei nur mit Arbeit aufgewachsen sind. Aber mein Vater war da, er war immer da. Und er hat einmal etwas zu mir gesagt, er hat gesagt, egal was ist, du bist mein Sohn. Und wenn ich, solange ich dir helfen kann, helfe ich dir. Und das hat er eigentlich immer gemacht. Und das war einfach einer der größten Bausteine, aber dann auch Unterstützung zu bekommen von Therapeuten, von Ärzten, von Kliniken auch, die erst einmal mich wieder aufgefangen haben, um überhaupt einmal den Grundstock wieder zu bilden. Denn da war erst einmal nichts mehr da. Sauber. Und, wie gesagt, ohne Familie, ohne Freunde wäre es nicht gegangen. Mhm. Jawohl. Jetzt sind wir ja in einer besonderen Zeit, wo wir isoliert werden. Und das heißt ja Social Distancing und viele haben zum Glück das ein bisschen umbenannt und haben gesagt, das ist eher so Physical Distancing, aber socially halten wir doch noch zusammen. Und es scheint so, wie wenn wir eine neue Zeitära anfangen. Erzähl ganz gerne davon, dass so eine der letzten Zeitären, die begonnen oder beendet wurden, war ja Before Christ. Und dann fing an Anno Domini, wo wir jetzt heute mit drin sind. Und vielleicht tauft man das irgendwann mal um in Before Corona. Und für mich jetzt die 6 Ds zum Erfolg als nächstes. Und wenn wir dich jetzt mal dazu befragen dürfen, das sind ja quasi die 6 Ds zum Erfolg, 6 Ds zum Success. Das erste D wäre das berühmte Desire. Erzähl dir mal, was ist denn dein Wunsch, dein Desire für
andere für dich jetzt in dieser Zeit und nach dieser Zeit? Also für mich und für andere wünsche ich diese Ruhe, die man jetzt finden konnte oder immer noch finden kann, auch irgendwo umzuwandeln in den späteren Alltag, spätere Zeit, was auch immer es sein wird. Denn für mich war diese Ruhe, was ich mit mir selber hier finden wollen konnte, mal abgesehen von immer wieder da ein Event, da ein Event, da ein Event. Ich meine, ich habe ja auch Events, aber ich war irgendwo, bin jetzt hier mehr zu mir gekommen. Und diese Ruhe mag ich nicht mehr weglassen. Ich genieße diese Ruhe. Inneren Frieden. Das Entschleunigen, ja, jawohl. Nach dem Desire kommt ja die Decision. Was ist eine Entscheidung, die du aus dieser Erfahrung, aus dieser Kenntnis für dich mitnehmen willst? Also es war schon ein bisschen die Entscheidung, eben es mein Leben zu entschleunigen, mein Leben praktisch in so Zeiten einzurichten, wo ich einfach bei mir bin. Den Computer auszuschalten und einfach diese Ruhe mit mir selber und vor allen Dingen das Spazierengehen, jetzt gerade bei mir am See. Ich meine, wir hatten diese Tage jetzt das traumhafteste Wetter und ich meine, da spazieren zu gehen und den Blick über den Starnberger See, auch wenn ich ihn schon tausende Male gesehen habe, das ist immer wieder schön. Und solche Momente zu genießen und mir anzukommen. Wunderschön. Das nächste D wäre die Declaration, das Statement, die Botschaft, die du nach außen tragen willst, für die du bekannt sein willst. Was ist dein Statement, deine Declaration? Ja, aufeinander zuzugehen. Miteinander und aufeinander, sich miteinander um alle andere auch zu kümmern. Denn ich merke wieder alleine, ich schaffe es alleine nicht. Aber gemeinsam und in der Ruhe gemeinsam Wege und Lösungen zu finden. Wie jetzt ja auch die Zeit. So viele Hilfsorganisationen sind auf dem Boden gestampft, Nachbarschaftshilfen sind auf dem Boden gestampft. Das einfach noch mehr umzusetzen. Den anderen Mitmenschen auch Unterstützung zu geben. Mhm, jawohl. Das vierte D, da geht es ja um Devotion. Das bedeutet, wenn wir wissen, was unser Wunsch ist, was unsere Entscheidung ist und unsere Botschaft, dann müssen wir uns der Sache auch widmen. Wie machst du das, dass du dich regelmäßig deiner Geschichte annimmst und wirklich Handlungen umsetzt? Gut, ich besuche, soweit es gehen kann, Menschen, um einfach regelmäßig auch in einem guten Kontakt zu bleiben und versuche jetzt aber auch manche Menschen anzurufen, im telefonischen Kontakt zu bleiben, einfach den mensch-zu-menschlichen Kontakt zu halten, aber auch mit mir selber mehr in Ruhe zu kommen, weil ich bin so ein Mensch, der eigentlich immer wieder von einem zum anderen gesprungen ist und jetzt geht's halt nicht mehr so. Und jetzt merke ich halt, genieße ich halt mehr und mehr die Zeit mit mir. Das ist halt solche Sachen, baue ich halt mehr und mehr in meinem Alltag ein, durch Zeit mit mir verbringen. Okay. Das letzte D, da geht es um, jetzt hätte ich fast eins unterschlagen. Das fünfte D ist Develop. Jeder Unternehmer wie du weiß, dass es nicht einfach so zum Ziel geht, sondern da kommen Baustellen, da muss man umfahren, da muss man zurückfahren, da muss man wieder sich weiterentwickeln. Wie entwickelst du dich weiter? Was empfiehlst du? Filmserien sehen, ganzen Tag Netflix, was ist dein Tipp? Also ich habe vor 50 Tagen ungefähr Miracle Morning kennengelernt. Das heißt, wo man eine Stunde früher vor seinem gewohnten Aufstehen aufsteht und 6 verschiedene Dinge tut. Jeweils 10 Minuten, 20 Minuten, je nachdem. Und auch dies hat mich allein schon mal so verändert, dass ich von alleine schon vor 6 Uhr aufwache, obwohl ich da normalerweise noch tief schlafe. Und daraus ziehe ich mir die Kraft für den ganzen Tag. Ich bin mit dem Frühstück um 8 Uhr fertig, heute auch am Sonntag, und gehe dann weiter und schaue, welches Programm, welches Training, welches Buch wollte ich lesen. Also das heißt, Weiterbildung, Online-Webinar anzuschauen
um mich dahin zu entwickeln, wo ich hin möchte, um meine Freiheit wieder zu erlangen, im geistigen Sinne wie auch im Tun. Okay, spannend. Das sechste D ist dann Deliver. Das steht dafür, du stehst oben auf dem Berg, freust dich, dass du den Berg gemeistert hast, dass du es gemacht hast, dass du wirklich die Schritte durchgegangen bist bis zum Schluss und belohnst dich, damit dein Unterbewusstsein versteht, wenn man diese Schritte immer wieder tut, dann hat man eine Aufwärtsspirale anstatt nach unten, wie es manchmal ja, die Medien ein bisschen mit fördern, muss man wirklich sagen. Gell? Wie belohnst du dich? Wie sagst du, belohnt euch? Also jetzt in dem Moment, wo ja diese Kontakte, ja, ich weiß auch nicht, wie man sagen sollte, aber da geht halt momentan nur eine Kugel Eis, wo ich halt regelmäßig mal meinen Spaziergang abgehe zu meiner Eisdiele, eine Kugel Eis nehme und dieses Eis richtig schön genieße. Aber das nächste wird sein, natürlich wieder in Form von Massagen mich regelmäßig verwöhnen zu lassen. Und das größte Ziel natürlich, wo es hingeht, ist wieder reisen. Wieder auf die verschiedenen Plätze der Menschen zu Menschen reisen und sich und mich mit anderen Menschen auszutauschen. Weil für mich zählt die Natur, aber auch der Austausch mit anderen Nationen, was mich am meisten erfreut, weil dadurch kann ich lernen und wachsen. Jawohl. Okay. Jetzt haben wir bei uns ein Ritual, der Gast hat immer das Schlusswort. Wenn es eine Sache gäbe, die du den Zuhörern, Zuschauern noch mitgeben wolltest, was wäre es, Andy? Ich sehe immer, wie Menschen es sich selber so schwer machen, in den Medien zu lesen, zu hören, wo es immer negativ ist und was alles falsch gemacht worden ist und so weiter. Ich meine, ich bin ja auch Lachtrainer und ich meine damit, ich arbeite mit Emotionen. Aber auch negative Emotionen haben einen Effekt bei uns im Körper. Und wenn ich mir dauernd diesen Bullshit anderen Leuten erzähle, dann mache ich mir selber das Leben schwer, dass ich mir selber negative Energie einsetze. Dabei ist es doch ganz einfach. Die Situation ist, was sie ist. Ob es jetzt der Chinese schuld war oder der Japaner schuld war oder sonstige schuld war, ist doch egal. Es akzeptieren und jetzt die schönen Dinge rauszuholen. Einfach diese Ruhe rauszunehmen. Und wie haben die Mönche schon zu mir gesagt, es ist, wie es ist. Und es zählt der jetzige Moment. Und dafür kann ich einfach nur sagen, es ist mir die Zeit zu schade, immer negativ zu sprechen. Deswegen, ich liebe zu lachen, so wie man mich kennt. Und ich liebe es, auch andere Menschen zum Lachen zu bringen. Und das ist das, was ich gerne anderen Menschen weitergebe. Schaut, dass andere Menschen fröhlich werden. In dem Moment wird ihr genauso fröhlich. Sehr schön. Das war ein tolles Schlusswort, Andy. Wir wünschen dir natürlich alles Gute weiterhin und allen Zuhörern, die ihn mit erreichen wollten. Unten haben wir dann den Link natürlich mit. Und wer die 6Ds als PDF will, der kann mir wieder eine WhatsApp schreiben. Ich wünsche euch alles Gute. Viel Kraft weiter. Hier war Cosimo Marafa Training Akademie. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao.